Und weiter geht es zu einem nächsten Ründchen Risen 2. Jawohl, wir sind zwar schon am Ende mit der Hauptquest, aber wir haben noch drei DLCs, die wir bisher gänzlich unbeachtet gelassen haben. Und zwar haben wir einerseits den Tempel der Luft, wir haben die Piratenklamotten Pirates Clothes und noch die Schatzinsel Treasure Isle als DLCs, die wir noch abklabustern müssen. Und weil die sich so nahtlos ins Spiel einfügen, naja, da spielen wir jetzt die nicht einzeln durch, sondern gehen die parallel quasi ab. Und dazu haben wir den Spielstand benutzt, kurz bevor wir zu Mara fahren, weil man bei Risen 2 leider nicht nach dem Ende weiterspielen kann. Aber wir befinden uns hier quasi auf der Reise kurz vor Mara und quatschen einmal Patty an, was die Neues für uns hat. Da ist noch eine Sache. An Bord wird gemunkelt, dass der Pirat Harlock in den südlichen Gewässern aufgetaucht sein soll. Harlock? Den Namen kenne ich. Er war Koch in der Vulkanfestung. Ach, früher war er mal Smoothie auf dem Schiff meines Vaters. Warum hast du nie erwähnt, dass Harlock auf Faranga war? Ja, weil das kam halt, wir haben ja nie drüber gesprochen und überhaupt redest du ja nicht viel. Du failst ja eher an jeder Ecke, da kann ich dir auch nichts sagen, außerdem interessierst du mich gar nicht, aber ganz ehrlich... Wir hatten viel um die Ohren, wenn du dich erinnerst. Ja, aber... na egal. Er hat das Tagebuch meines Vaters gestohlen. Tagebuch? Wovon redest du da? Dem Schatz meines Vaters. In dem Tagebuch hat er alles darüber aufgeschrieben. Ich habe noch eine Seite davon hier in meiner Tasche. Was steht denn da auf deiner Seite? Ich glaube, es ist ein Rätsel. Vermutlich ein Hinweis auf eine tödliche Falle. Hier, nimm sie. Jetzt darfst du mal die Rätsel lösen. Ach, das ist immer was ganz Neues. Vor allen Dingen, wir haben ja auch alle anderen gelöst irgendwie. Auch Stahlbarts Schatz, die Quest kommt mir sehr bekannt vor, Schnucki. Das mussten wir damals auch schon für dich machen. Naja, dann wollen wir mal. Na ja, klar. Wenn's schwierig wird, bin ich wieder dran. Jetzt werd mal nicht komisch. Du wolltest mir doch bei der Schatzsuche helfen. Ja, ja. Lass mal sehen. Wenn diese Seite fehlt, kann Harlock ja noch nicht weit gekommen sein. Und wie ich meinen Vater kenne, gibt es bestimmt noch mehr Hinweise. Ah, ich hab's. Ich habe meinem Vater doch einen Schlüssel abgenommen. Ach ja? Ja, und ich weiß jetzt, was wir damit machen. Wir durchsuchen auf Takarigua seine Seemannskiste. Na, das fällt dir ja früh ein. Wenn du eine bessere Idee hast, bist du herzlich eingeladen. Hier hast du den Schlüssel. Übrigens, auf dem Schiff geht das Gerücht um, ein Druide sei auf Antigua gesehen worden. Ach, ein Druide. Ja, wollte ich gerade sagen, Eldric kennen wir ja noch aus Risen 1, der Druide, den wir damals aus dem Tempel retten mussten. Sehr sympathischer Mann. Der einzige Druide, den ich kenne, ist Eldric. Er lebte früher als Eremit auf der Insel Faranga und hatte mit der ganzen Zivilisation nicht viel zu tun. Er ist ein Forscher und studierte damals das plötzliche Auftauchen dieser unterirdischen Tempelruinen. Ja, richtig. Er half dir beim Kampf gegen den Feuertitan. Das ist aber schon sehr lange her. Tja, das stimmt, aber ganz ehrlich... Was zum Henker macht ihr auf Antigua? Druiden sind Vorboten des Bösen. Jedes Mal, wenn einer von den Kerlen irgendwo auftaucht, gibt's Ärger. Eben. Es muss etwas Bedeutendes sein, was ihn dazu veranlasst, sich zu zeigen. Wir sollten uns besser mal ansehen, was er auf Antigua treibt. Wie du meinst. Das Gleiche gilt ja übrigens auch für uns. Überall, wo wir auftauchen, oder hier die olle Schnalle, da taucht ja auch Ärger auf. So, gehen wir mal durch. Der Schatz des Vaters. Wonach genau soll ich auf Takarigua suchen? Durchsuche einfach seine Truhe nach einem weiteren Hinweis. Ich bin mir sicher, dass wir etwas finden werden. Na, hoffentlich. Dazu müssten wir erstmal wissen, wo die Truhe überhaupt steht. Wie können wir Harlock finden? Ich habe gehört, er soll bei einem anderen Piratenkapitän angeheuert haben. Ich glaube, Captain Garcia. Ja, so war's. Harlock muss sich irgendwo bei Garcias Crew befinden. Garcias Crew ist doch, die ist doch tot. Das wird ja spannend. Irgendeine Idee, wo ich Harlock jetzt suchen soll? Am besten du fragst direkt mal die Jungs von der Inquisition. Die scheinen ja schon eine Weile hier zu sein. Okay. Wozu brauchen wir eigentlich dieses Tagebuch? Mein Vater hat den Aufenthaltsort der Schatzinsel in sein Tagebuch geschrieben. Wir finden die Insel niemals ohne das Buch. Auf den fehlenden Seiten steht offensichtlich, wie wir an den Schatz kommen, wenn wir auf der Insel sind. Typisch dein Vater. Wir könnten, das machen wir später mal, der Druide auf Antigua. Jetzt müssen wir gleich erstmal auf Takarigua, oder wo war das? Wir könnten ja den Vater auch einfach mal so befragen. Wir können ihn doch herbeispornen, sozusagen. Und wir befinden uns ja auf der Insel... Pass mal auf, dann nehmen wir mal die Chan... Ah, nee, komm, wir nehmen mal die Patty mit. Das müssen wir leider machen. Das tut mir im Herzen weh, aber... Komm mit. Gut.
Es geht ja um ihren Dad, um seinen Schatz. Wir könnten den Vater echt mal direkt fragen, aber ich wette, das geht wieder nicht. So, dann wollen wir mal langstiefeln und mal gucken, ob uns irgendwer hier irgendwas zu erzählen hat. Guten Tag. Ich suche einen Piraten namens Harlock. Harlock? Nie gehört. Aber ich habe vor kurzem einen Indio gesehen, der sich ebenfalls über Piraten beschwert hat. Er war am Anfang des Dschungels zu finden, wenn du weiter ins Inland gehst. Werd mich mal umsehen. Super, vielen Dank. Ach, kleine Randnotiz. Garcia ist tot. Na endlich, ich dachte schon, niemand würde ihn stoppen. Gar nicht schlecht für einen Piraten. Die Inquisition könnte Männer wie dich gebrauchen. Tja, man kann nie wissen, wo es einen hintreibt. Oder forttreibt, wenn wir uns noch recht entsinnen. So. Ach, gucke mal, ein Feuervögelchen. Schnauzeprotektor. Hier kommt Hilfe. Nicht schlecht. So, vielen Dank. Da hinten den... Der schreit da hinten noch irgendwas. Zusammen packen wir das. Ja, zusammen gegen den Truthahn. Denn alleine schafft ihr auf keinen Fall. Ach so. Ach Mädchen, mach dich doch nicht unglücklich. Gut gemacht. Ich weiß. Wenn es um Vogelzucht geht, bin ich hier der Beste. Vogelzucht und Vogelordnung. So, wo müssen wir denn jetzt lang? Ins Landesinnere. Ach, schön ist das wieder hier. Ich mag Risen 2, ja? Ist der böse? Ogucho, Halima Gucho, Kabuki Bambule. Was ist los? Habib braucht Hilfe. Kabuki, sie kommen und überfallen Habib. Hanuta, Hanuta, Snickers Rider Twix. Was will der? Was ist denn überhaupt passiert? Habib war auf der Jagd. Da kamen sie aus dem Gebüsch. Sie haben mir auf den Kopf geschlagen und meine Jagdbeute gestohlen. Ich brauche sie zurück, Gucho. Sonst kann ich nicht nach Hause. Was ist ein Jäger ohne Beute? Ein Jäger ohne Beute ist ein Jäger, der sich gefälligst wieder auf die Pirsch macht, um Beute zu holen. Aber naja. Kennst du vielleicht einen Piraten namens Harlock? Ja, Gucho. So nennen sie ihren Anführer. Er hat mir das Fleisch gestohlen. Ein Koch, der Eingeborenen das Fleisch klaut? Klingt wie ein schlechter Witz. Was? Schon gut. Ich werde dir deine Jagdbeute wieder beschaffen. Oh, ich bin so erleichtert, Gucho. Aber bereite dich gut vor. Sie sind hinterhältig und stark. Lass das mal meine Sorge sein. Das bin ich ja auch. Vor allen Dingen, warum kann der Jäger sich die nicht selber wieder beschaffen? Warum? Das ist ja doch, ist doch kein stolzer Krieger, wenn der uns jetzt beauftragt. Wo sind die Piraten, die dich überfallen haben? Folge dem östlichen Weg den Hang hinauf. Du findest sie auf der anderen Seite der Brücke. Ist doch kein Wunder, dass wir Piraten immer so einen schlechten Ruf haben. Sogar ja. Die Eingeborenen am Arsch der Welt werden von ihnen beklaut und betrogen. Da sagst du was. Und endlich kommt die Brücke mal zu Ehren. Das heißt, wir müssen jetzt da nach oben unten den Feuervogel nehmen wir noch mit. Für den Ruhm, den wir ja eh nicht brauchen, aber einfach, damit es hier sauber ist. Schnauze! Tweety! So, jetzt geht's nach oben und dann gucken wir, was macht ihr denn da wieder für Yoga-Übungen? Die Eingeborenen hier sind auf jeden Fall geistig auch sehr fit. Geht's da eigentlich hoch? Waren wir da schon? Das muss ich mal ganz kurz checken, weil ich kann mich nicht daran entsinnen, dass wir hier hochgelaufen sind. Ach, gucke mal, eine interessante Felsnische voller gar nichts. Na, endlich haben wir die gefunden. Lohnt sich immer wieder bei Risen 2 mal ein bisschen rumzugucken. Ach, guck mal, hier liegen noch die toten Piraten. Hier haben wir noch das eine Viech erledigt, den Puma, Panther, was weiß ich was. Und auf der anderen Seite ja auch noch zwei. Was uns jetzt natürlich zugute kommt, sollten uns die Piraten angreifen, haben wir zumindest die Viecher schon mal weg. Und natürlich den Ruhm auch eingesackt. So, die müssen hier um die Ecke sein, bestimmt. Hallo? Ihr ungewaschenen Bastarde? So, mal speichern und dann mal gucken, ob die gleich angreifen. Du bist so gut wie tot. Au! Aua, jetzt reicht's aber! So!
Das war Nummer 2. Au, das war gut, Alter. Aber nicht gut genug. Du hast mich besiegt und meine Jungs getötet. Also was zum buckligen Klabautermann willst du? Ich will Captain Stahlbarts Tagebuch. Was? Stahlbarts? Na, das habe ich schon ewig nicht mehr. Und selbst wenn, wer bist du, dass ich es dir geben sollte? Ich bin der Typ, der gerade deine drei Jungs vermöbelt hat und du bist der nächste Glatze. Sowas? Ich bin Stahlbarts Nachfolger und beanspruche mein Erbe. Stahlbart ist tot? Ich habe ihn lange gekannt. Aber dein Gesicht kenne ich woanders her. Moment mal, jetzt weiß ich wieder, wer du bist. Du warst doch der Kerl, der mir den Mord an Hemmler anhängen wollte. Nur weil der Mörder mein dreckiges Käsemesser benutzt hat. Aber ich habe den richtigen Mörder noch gefunden. Ja, das hast du wohl. Also, nehmen wir an, ich führe dich zur Schatzinsel. Was bekomme ich dann? Dein altes Käsemesser? Was weiß ich? Ich gebe dir Gold, ich lasse am Leben. Ach komm, fragen wir mal. Was verlangst du? Pass auf, ich sag dir was. Wir können den Schatz eh nicht heben, ohne Stahlbarts Fallen zu überwinden. Du weißt von den Fallen? Nun, er hat sie in seinem Tagebuch erwähnt. Wenn du seine Hinweise findest und sie mit mir teilst, führe ich uns zur Schatzinsel. Deal? Na schön. Wir sehen uns auf meinem Schiff. Unter Deck ist bestimmt noch ein Plätzchen für dich frei. Hi, Captain. Der Deal mit Harlock. Mistkerl Harlock haben wir schon mal. Jetzt wird's langsam spannend. Hast du recht. So, das ging ja recht flix eigentlich. Ich frage mich, auf wie viele Folgen wir jetzt noch kommen mit den DLCs hier, mit den drei. Das waren ja recht günstige DLCs. Ich glaube, die kosten irgendwie so 3 Euro pro Stück. Habe ich mal bei Steam nochmal extra runtergezogen. Ich glaube, die werden nicht allzu lange halten. Werden also nicht mehr ganz so viele Folgen, vermute ich mal. Auf jeden Fall keine 100 mehr. Trank der Klingen. 10 Fleisch, 50 Gold. Endlich lohnt sich mal eine Kiste. Und gestohlene Beute. Ruhm plus 100. Ach, sieh an. Ach, das ist die Beute von dem Viech. Und ein zerflattertes Buch. Einst war der Piratenalmanach das wichtigste Buch neben dem Kodex. Er enthält alle wichtigen Geschichten der Piratenraubzüge und die Erfahrung der größten Kapitäne. Heute soll sich der Almanach in Kapitän Stahlbarts Besitz befinden. Interessant. Hört sich nach einem legendären Gegenstand an, den wir von der Schatzinsel kriegen. Kein Wunder, dass wir die anderen Gegenstände nicht gefunden haben und auch die Quests dafür nicht. Oder gibt es jetzt wieder neue? Warte mal. Will ich mal ganz kurz gucken. Inventar, Seekarte, hier, blablabla, Inventar, benutzbare Plan, alles. Wo ist denn hier die Sammlung? Immer noch 3 Gegenstände und ich vermute mal, dass das Logbuch Charaktere, Pipapo, legendäre Gegenstände, Piratenalmanach. Genau, das heißt, die fehlenden, zumindest einen der fehlenden Gegenstände hätte man nur mit dem DLC finden können. Ist natürlich verwirrend für einen normalen Kunden, der ohne DLC spielt, ne? Also für die, obwohl ich weiß gar nicht, ob es die Schatzinsel kostenlos als DLC dazu gibt, weiß ich momentan gar nicht. Kann auch sein, ich habe die vorher extra alle nicht installiert. Wollte erstmal das Rohgame durchgehen und dann die DLCs, wie wir es damals bei Dragon Age gemacht haben, damit man sich das so ein bisschen einzeln angucken kann. Aber jetzt spielen wir halt alle 3 DLCs parallel durch. Hätte man ja auch gleich so einbinden können, aber naja. Was soll's? Muss man ja wissen, dass das keine Riesendinger sind. So, folgendes. Sprich mit Stahlbarts Geist haben wir immer noch offen. Der Wassertempel. Gut, das wissen wir ja schon, was da folgt. Die Sturminsel, ein alter Freund, Druide Eldrick, das machen wir später. Waffen haben wir noch, den Seelenrufer, das ist noch vom Main-Spiel. Hier haben wir noch Stahlbarts Schatz. Habibs Jagdbeute machen wir gleich, der Deal mit Harlock. Die verlorenen Tagebuchseiten. Ich sollte auf Takarigua in Stahlbarts Truhe nach weiteren Hinweisen suchen. Also führt uns der Weg dann nach Takarigua. Sobald wir mit unserem Freund Habib geplaudert haben. Habibi! So, Patty, bist du noch da? Jawohl. Der macht immer noch seinen Yoga. Guten Tag. Ach ja, übrigens. Die Piraten werden dir keine Schwierigkeiten mehr machen. Ich wusste, dass du anders bist, Hoshi. Du kannst dich mit einem ganzen Stamm anlegen. Ja, ja, schon gut. Das ist doch easy going. Hier, ich hab deine Jagdbeute. Du hast sie gefunden? Das ist eine gute Nachricht für mich und meinen Stamm. Tawonga, Gucho. Nimm dieses Idol meiner Vorfahren. Es soll dich bei deinen Kämpfen schützen.
Was soll ich nehmen? Dein Odol? Ich habe doch keinen Mundgeruch. So, auf jeden Fall. Da brauchen wir jetzt nicht die Karte für. Da laufen wir eben schnell hin. Das ist ja easy gemacht. Da sind wir doch schon am Schiffchen. Kann uns denn der Typ von der Inquisition noch irgendwas erzählen? Irgendeine Neuerung oder so? Wir halten hier die Stellung. Natürlich tut er das, wie immer. Pass auf, bevor wir weiterlaufen, gucke ich mal, ob ich beim Händler vielleicht noch irgendwas kaufen kann. Wir haben jetzt eh so Wären viel... Wären wir doch niemals aufgebrochen. Wir haben jetzt eh so viel Gold, dass wir eigentlich gar nicht mehr geizen müssen. Steck ja nichts ein. Zeig mir deine Ware. So, Gesetz des Kapitäns. 55 bis 90. Wir haben aber irgendwie immer noch 60 bis 100. Immer, der Wellentänzer ist immer noch besser. Eleganter Krummsäbel, Pipapo, Duelldegen, 30 bis 70. Naja, Piratendolch, 2 Spitz, 3, 3. Einschüchtern plus 2, wir haben auch Einschüchtern plus 10, wir haben auch Stahlbarts Hut. Den haben wir zum Glück noch dabei, guter 3 Spitz. Den schenken wir ja später dem Typen. Dem kleinen Kugelschrot, Spitzhacker, Voodoo-Puppe, Rotwein. Sophia möchte diesen Wein haben, ist aber unverkäuflich. Nehmen wir den Rotwein einfach mit, können wir Sophia später schenken. Bringt uns zwar mehr, eigentlich nur Geld, aber naja. Und ob wir Sophia nochmal wiedersehen, weiß ich jetzt auch nicht so genau. So, auf geht's. Haben wir da eigentlich alles abgesucht? Weiß ich gerade gar nicht. Ich gehe da mal ganz kurz rüber. Nein, Trudene! Jetzt haben wir dir das ganze Spiel über geschützt. Und jetzt sowas. Aber ist mir egal. Pfingsten kommt bestimmt oder Erntedank oder was weiß ich. Hauptsache, wir können die fressen. Tut inne! Oh. Da geht's noch nach oben. Waren wir hier? Ich weiß, ich kann mich leider gar nicht mehr erinnern, ob wir hier schon erkundet haben. Das wird uns diese Kiste hier verraten. Wenn die leer ist, waren wir hier schon mal. Die ist leer, wir waren ja schon mal. Ob es da oben noch ein paar Monstrositäten gibt für Ruhmpunkte, ich weiß es nicht. Das werden wir gerade nochmal schnell herausfinden. Hallo, Monster? Nein, auch hier oben gibt es nur eine fantastische Sackgasse, die völlig überflüssig ist. Das ist natürlich ein Traum. Hier geht noch was lang. Ah ja, aber ich kann an diesem mächtigen Baumstamm komme ich einfach nicht vorbei. Der ist viel zu dick für mich. Schade. So ein kleiner Mini-Zweig, weißt du? Da lässt er sich von aufhalten. Ist halt einfach ein mächtiger Pirat. So, eigentlich können wir uns das Fleisch direkt mal am Lagerfeuer brutzeln. Und dann können wir mal in See stechen. Den Pulvermond nehmen wir mit. Den haben wir gerade noch übersehen. Rohes Geflügel, ja, rohes Fleisch. Zack, machen wir eben nochmal schnell Essi draus. Hier nochmal 10 Essi. Haben wir 15 Essi parat. Hier kriegen wir noch eine Muschel. Die wir auch übersehen haben. Und dann laufen wir jetzt auf jeden Fall mal aufs Schiffchen. Und sind bereit zum Auslaufen in Richtung Takarigua. Ich wünschte, er könnte ein bisschen länger laufen. Das wäre schön. So, wo ist denn der Harlock, Havok? Captain Haddock, wo ist denn hier der Haddock? Ich koch uns was Leckeres. Das ist gut, da kann ich auch gerade drauf. Für mich bitte ein Kindermenü. Bevor du nicht Stahlbarts Hinweise hast, habe ich nichts weiter zu sagen. Alles klar, dann häng du hier mal schön rum. Patty? Wir machen einen neuen Kurs. Es wird Zeit, neuen Kurs zu setzen. Aye, Captain. Auf nach Takarigua. Insel der Toten kennen wir ja. Ich gucke nochmal ganz kurz rum, ob irgendwas Neues hier ist. Insel der Diebe, der Wassertempel, Takarigua, Antigua, kennen wir alles. Auf nach Takarigua. Und so segeln wir abermals mit flimmernden Schatten. Und geben gut auf uns Acht, sonst haben wir einen Platten. Bau. Auf Takarigua, wo wir horrende Mietpreise beziehen. Fade out.